Sehr, sehr gut. Aha, das haben Sie hier auch ausgeschmückt, den Gang nach unten. Okay. Hallo. Diego ist auch schon da. Bloodwin. Bloodwin. Den kennen wir auch ganz gut. Ob wir jetzt unser Pfeilchen kriegen? Oh, hi, Bloodwin. I didn't expect to see you here. I thought Gomez was going to send Jackal. Nah, Jackal has to supervise the South Zone. So it's my turn to control the North access to the Exchange Zone. And who the hell is this? Another of your clumsy apprentices? I hope this one at least knows how to hold a sword. Yeah. I can defend myself better than you think. Trust me. Yeah, he's right. So far, he's survived his first day, which is no mean feat. Anyway, are we going to the old camp now? No, Diego, I can't leave yet. I have to settle a debt with Drax in Radford as soon as possible. This new camp crap is really insistent, you know? Sehr gut, Sie haben die Namen drinnen. Das ist sehr, sehr gut. Drax und Redford. Sehr, sehr schön. Nein. Also, jetzt wollte ich das vorlesen, dabei brauche ich nicht. Ich brauche gar nichts mehr lesen. Wer ist Drax und Redford? Who are Drax and Ratford? They are new camp hunters who normally work near the north gate of the old camp. And like good new camp scum, they can't be trusted. Yeah. They'll try to stab you in the back as soon as you turn around. Die Garderüstung hier schaut super aus, will ich nur mal anmerken. Die ist sehr schön gelungen, gefällt mir sehr gut, aber auch hier Bloodwin. Bloodwin hat. Okay, Torwächter, ja, der war aber Torwächter im alten Lager. Sollte er aber auch sein. Ja, okay, erstmal mit dann nur kurz hier als Auftrag. Okay, schauen wir weiter. Ich sollte noch nicht so voreilig sein. Schulden. An old camp soldier in debt to the new camp. Strange, isn't it? Watch your tongue. I'm an old camp guard, not one of your kindergarten friends. I don't have to give you any explanation. I need snapper meat and a wolf tusk, that's all. That was the agreement. And the sooner I fulfill it, the sooner I'll forget about them. Well, I think you got a mission, rookie. Wait, what? Don't worry, Bloodwin. He'll bring you what you owe. Are you kidding me? This guy could barely kill a cockroach. Täusch dich Hello, nicht. I'm here. Believe me, he has several hidden virtues. He only needs training, that's all. Have you seen any wolves or snappers nearby? Yeah, at the top, near the watchtower. I saw a wolf, and around the area, a snapper trying to catch some unsuspecting animal. What the hell is a snapper? You know, the snappers. You fought them last night. They're a little bigger than the scavengers. Don't worry, I'm sure you can handle them. Well, actually, the scavengers are the snappers' menu. Anyway, it'll be fun to see what you can do, kid. Bring me the snapper meat and the wolf's tusk, and we'll keep talking. Das Geräusch war gerade ein Handy. Mein Schatz hat sein Handy hier liegen lassen und das hat jetzt gerade so komisch gemacht. Aber da wir schon Vorarbeit geleistet haben, haben wir natürlich Scavenger-Fleisch, Scavenger, das auch, Snapper-Fleisch und den Wolfszahn. So. Also, sprich mit Diego. Warum? Hey, you're back. What do you need? Das wollte ich auch gerade schauen. Aber wir haben die Sachen beisammen. Da bist du. Come on, Nein. Rookie, get a move on. So, jetzt. Wow, you're back. And in one piece. I wasn't expecting this. Yes, it's been a very easy mission. It was enough to slay a huge wolf and a killer snapper, and all with this crappy sword.
I told you, this guy has what it takes to do the job. Job for a rookie. Take this, and remember, you can always come to me at the old camp. Well, that's very generous of you. Not generous, smart. If you need protection, I can provide it. For a small price. Yeah. As long as you can afford it, of course. Yeah. Bloodwind doesn't lift a finger if there's no ore involved. That's his philosophy, isn't it? More or less. Well, rookie. Now I need you to go up to the watchtower and extinguish the beacon. You remember I'm new here, right? What watchtower? In the colony, we use old abandoned towers to send messages remotely. A good flame is usually seen many miles away. That's it. Normally it would be enough to knock on the door. But after the incidents of last night, Gomez has improved the security. And that's why the old camp soldiers will only open the door if they see that signal. And where's the watchtower? Mm-hmm. You can go up the road or take the elevator, as you prefer. It's at the top, near where Bloodwind saw the snapper. Okay. Once you're there, you can use this key to open the door. All right, I'm on it. Okay, der Aufzug ist wirklich sehr charmant gemacht. Muss man echt sagen. Die Quests sind auch in Ordnung, finde ich jetzt persönlich. Ich finde, es ist stimmig, das passt. Da war gerade was, oder? War da nicht gerade was? Schaut nicht aus. Okay. Boah, ich freue mich schon auf meine erste Mütze vor Schlaf, ehrlich. Ja. Juhu! Das mit dem Hüpfen müssen sie noch ein bisschen schöner machen, dann passt das auch schon. So, na, das mit dem Aufzug ist in Ordnung. Bin ich zufrieden. Da grummelt schon wieder irgendwas. So, einmal rauf, bitte. Wenn wir jetzt viel Pech haben, ist der Schnappi nochmal da. Also ein bisschen schaut der Held so vom Bein abwärts, schaut er schon ein bisschen aus wie von Alex, oder? Die Figur. Also die Rüstung halt, ne? Aber wie gesagt, die Form gefällt mir gut. Auch seine Frisur. So, mal schauen. Schnappi ist... Boah, da krummelt's, ey. Ich denke immer, da kommt gleich was. Schnappi ist noch erledigt. Schaut gut aus. Dürften die Wölfe sein, die man hier knurren hört. Passt. Dann löschen wir mal das Signalfeuer. Würdest du das öffnen, bitte? Mit E? Danke. Das ist auch sehr schön. Ich höre Fleischwanzen. Ich hoffe auch, dass sie die Zauber alle beibehalten. Fleischwanzenzauber und so weiter. Das wäre auch sehr schön. Lute, 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 Lut. Lute, Lute, Lut. Aha, hier kann man wunderbar in den Tod stürzen. Ach so, das war eine Brücke mal. Aha. Okay. So. Hier geht's zum Wachturm. Mal schauen, ob hier noch irgendwo was für uns ist. Eine Beere oder so. Oder vielleicht eine Truhe, eine versteckte. Da ist mal nix. Da ist scheinbar auch nix. Dann klettern wir mal hoch. Nix. Wow. Okay. Also der Turm ist auch gerade so noch, dass der steht, ne? Also der ist auch richtig marot. So, was haben wir denn da? Eine leere Flasche. Noch eine leere Flasche. Ich glaube, da hat jemand gesoffen. Noch eine leere Flasche. Dann hier machen wir das Feuer aus. Das Signalfeuer.
Quest abgeschlossen. 100 Erfahrungspunkte hat das gebracht. Schön. La di la. Nice, nice. Yay! So, dann mal schauen, was die Herrschaften noch für uns da haben, ne? Ablat, wenn ich habe ihn gerade verwechselt. Wie hieß das Arsch? Das Arschgesicht, der uns dann auf die Bälle gerückt ist. Blattwin war es nicht. Da hatten wir das Problem mit Mordrak. Einem Hehler aus dem neuen Lager. Da war das Problem damals, glaube ich. Servus, Diego. Da sind Fliegen hinter dir. Oh, das erinnert mich wieder an Blutfliegen. Quest fortsetzen. Demo beenden. Na! Warum? Nein! Nein! Oh nein! Wir dürfen nicht ins neue, ins alte Lager? Och, schade. Na dann. Na dann. Welcome to your new home, Rookie. And this is just the beginning. Oh. Ja. Gut, gut, gut. Okay. Fazit. Fazit, Fazit. Ich mache hier mal die Musik ein bisschen leiser, dann kann man besser quatschen miteinander. Oder geht das so? Geht so vielleicht. Jo, nicht schlecht, Herr Specht, muss man sagen. Es ist schön. Na, warte, das ist doch zu laut. Warten wir ganz kurz. Es ist, das darf ich jetzt leiser machen. So würde ich sagen. Ja, ist glaube ich erträglich. Fazit. Ich würde sagen, nett. Es ist nett. Nicht perfekt, ist eh klar. Wenn sie jetzt noch mehr darauf achten würden, dass die Charaktere so bleiben, wie sie auch im Original sind. Wenn sie auch die Dame wieder einbauen könnten, die am Anfang, ist immer noch zu laut, die am Anfang auch dabei war und beim Lift runtergebracht worden ist. Der Angriff auf die Aufzüge und so ist alles plausibel und erklärlich, weil aus irgendeinem Grund lief nachher der Lift nicht mehr, ne? Der war ja auch kaputt. Das ist alles nicht so schlecht, finde ich. Scavenger-Angriff kann man auch lassen. Ich vermisse, wie hieß der noch schnell? Torus war es aber, glaube ich, auch nicht. Wem haben wir unser Pfeilchen zu verdanken? Ich habe es vergessen. Aber es, ja, vielleicht kann man drüber hinwegsehen. Vielleicht bauen sie später ein. Vielleicht, wenn wir im alten Lager sind. Zur Begrüßung, dass man da nochmal ein Pfeilchen kriegt und dass Diego dann nochmal ein bisschen auf uns aufpasst und uns ein bisschen gesund pflegt, bis wir wieder aufwachen halt zumindest. Aber ansonsten muss ich sagen, also sie können das weitermachen. Sie können das wirklich, ja, sie sollen daraus ein tolles Spiel machen. Jetzt sind wir halt gefragt, die Community, wir alle, nicht nur ich, nicht nur du, nicht nur der Nachbar. Wir sind alle gefragt, daraus jetzt das Gothic zu machen, das seinem Vorgänger nicht nur würdig ist, sondern vielleicht sogar die Hand geben kann. Also wo man wirklich sagen muss, das Alte hat seinen Reiz, also das Originale, aber auch das Neue ist so wunderschön ausgeschmückt und hat trotzdem den Kern und das Herz des Spiels bewahren können. So was stelle ich mir halt vor. Ich denke, den meisten geht es auch so und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass es weitergeht. Also wie gesagt, es ist ein Rohdiamant, der ist gerade, den haben wir gerade so, es ist ein roher Erzbrocken ist das. Wir haben ihn gerade entdeckt in unserer Mine, in unserer Gothic-Mine hier. Und dieser
Roherzbrocken muss jetzt erst einmal aus dem Felsen geschlagen werden und dann zu einem wunderschönen Diamanten geschliffen werden. Und wenn er dann fertig ist, dann haben wir ein Gothic, das seinem Original sicher in nichts nachsteht. Aber wie gesagt, wir sind alle gefragt. Wenn es euch interessiert, ladet euch den Teaser runter. Wie ihr zu dem kommt, habe ich eh schon mal erklärt. Ich sag's gern nochmal. Also ich habe so gemacht, ich habe auf Steam, das ist die Voraussetzung, auf Steam musst du ein Spiel besitzen, welches von THQ Nordic entwickelt worden ist. Also was in seinem Besitz ist, so muss ich sagen. Darunter fällt die Gothic-Reihe, zum Beispiel auch die Gilde 3. Wenn ihr das habt, habt ihr automatisch das Recht, diesen Teaser spielen zu dürfen. Ihr werdet ihn aber noch nicht in der Bibliothek finden. Ist klar, ihr müsst ihn erst downloaden. Wie kommt ihr dann direkt hier zu Gothic, dem Teaser? Ich habe mir zuerst gedacht, wie soll das gehen? Ich habe dann für mich den Weg gewählt, dass ich einfach ein Gothic-Spiel in der Playlist anklicke. Nur anklicke, dass ich auf die Seite komme, das muss nicht installiert sein. Und konnte dann beim Publisher die THQ Nordic auswählen. Da bin ich draufgegangen, habe ein bisschen dann auf ihrer Seite herumgeschaut. Das ist direkt mit Steam verbunden, also es bist immer noch auf Steam, aber in der Kategorie THQ Nordic. Da sind alle die Spiele drinnen und dann kannst du auch, ich glaube, besuchen. Kannst du Gothic eingeben und dann kommst du auch schon hier, bekommst du den Teaser vorgeschlagen. Dann klickst du den an, das Bild, dann kommst du direkt auf die Teaser-Seite und dann darfst du nicht überlesen, Spiel spielen. Da gibt es so einen kleinen grünen Button, steht dann Spiel spielen, da klickst du drauf und dann wird es gedownloadet. Direkt in deine Steam-Bibliothek rein, kannst auch gleich eine Desktop-Verknüpfung machen, dann im Anschluss, wenn du möchtest, ist kein Problem. Und dann kannst du das schon spielen. Dauert allerdings ein Weilchen, bis das gedownloadet ist. Ich habe eine gute Stunde gebraucht. Also wenn du zum Beispiel, bevor du Mittagessen kochst oder so, oder dein Abendessen machst, oder bevor du ins Bad gehst und dich frisch machst, machst du das vorher, dann hast du schon Zeit gespart. Ich, wie gesagt, der Anfang ist für einen Gothic-Kenner, vor allem für den ersten Teil, etwas sonderbar. Gerade weil wir die Frau vielleicht vermissen, weil wir auch das Intro vermissen, wo alle 13 Magier standen und die Kuppel erschaffen haben. Vielleicht ändern sie ja nochmal das Intro in die Richtung, wie es original mal war. Das war ja nicht schlecht. Vielleicht kann man das ja noch aufpessern, verschönern, vielleicht kombinieren. Dann, wie gesagt, die Dame fehlt mir ein bisschen. Da könnte man ja auch kombinieren, dass der Überfall stattfindet, dass sie die Dame mitnehmen, ne? Weil das kann nur das neue Lager gewesen sein. Die sind ja immer verfeindet. Zu Sektenspinner passt das einfach nicht. Es könnten aber auch Banditen gewesen sein, das könnte auch sein, aber es würde in dem Fall fast das neue Lager besser passen. Dann könnten sie die Dame mitnehmen, die ist dann im neuen Lager drinnen, wo wir sie dann vielleicht auch treffen. Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. Und ja, so könnte man das schon mal verknüpfen, ohne dass man hier jetzt da viel ändern muss vielleicht. Das mit die Schnapper am Anfang, mit die Schnapper, das finde ich auch nicht so schlecht. Das erklärt auch gleich, dass die Biester hier brandgefährlich sind. Und dass er mit einem zerbrochenen Zahnstocher nicht weit kommt. Diego, wie gesagt, ist solala. Optisch in Ordnung. Wie gesagt, bei der Rüstung würde ich vielleicht noch, ja, würde ich noch Verbesserungen machen, weil freilich, die Rüstung der Schatten bestand schon mehr aus Leder und Stoff, wie man es noch in Erinnerung hat. Aber mir fehlen da diese, bei den Gardisten, dieser Metallanteil einer Rüstung. Die Garde, also die größeren Gardisten, die haben schon mit ihrer schweren Rüstung sehr gut ausgeschaut. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Auch der Helm, spitze, das können sie gern beibehalten. Aber für die Mittelklasse-Gardisten, ich finde auf der Seite und der Schulterschutz, den fand ich etwas, ich sage jetzt mal ganz frech, erbärmlich. Vielleicht kann man es ja noch so kombinieren, dass man unter dem Gewand vielleicht noch so eine Art leichte Panzerung trägt, ne? So quasi so eine Art
Kettenrüstung, so ein Kettenhemd in der Richtung, nur halt aus Platte vielleicht, dass es ein bisschen robuster wirkt. Dass man auch ein bisschen stämmiger ausschaut, ne? Als Mann, Schrägstrich. Ja, Frau gab's so nicht, ne? Die Frauen waren ja eher, dienten eher als Harem, ne? Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich, dass sie in Extremo schon mal eingebaut haben, das Standardlied. Ich hoffe auch, dass die Band nach wie vor ihren Auftritt haben wird. Das wäre sehr, sehr super. Ja, was ich noch nachkontrollieren muss, ist, ob es tatsächlich schon möglich war, dass man von den Getieren in der Umgebung, dass man da schon Zähne und Krallen ernten konnte. Ich bilde mir ein, man musste das lernen. Bedenke man die Lurker damals, ne? Da musste man ja auch lernen, dass man ihre Krallen haben darf. Man brauchte keine Werkzeuge dafür, aber man musste die Fähigkeit lernen. Das könnte man hier auch schon mal als Intro einbauen, also Intro sage ich, als Prolog einbauen, dass man von Diego zum Beispiel, dass er einem da vielleicht wirklich an die Hand nimmt oder dass vielleicht noch ein NPC da vielleicht noch steht, weil sie wollen ja das Ganze ausbauen und so, ne? Dass man vielleicht hier einen Jäger hat. Vielleicht, dass man hier, ja, ich weiß nicht, oder dass man eine Schriftrolle findet, das wäre vielleicht schlau, dass man eine Schriftrolle findet, wo drauf steht, wie ernte ich jetzt da Zähne von Wölfen zum Beispiel, ne? Dann passt das wieder stimmig mit der Quest zusammen, dass man Snapperfleisch und einen Wolfszahn abgeben muss, ne? Gegen Schnapperfleisch kann ich jetzt auch nichts einwenden. Die Schnapper sind besiegbar mit dem neuen Kampfsystem. Finde ich okay. Man merkt, sie sind schwerer, aber jetzt nicht unbesiegbar. Da könnte man sich noch drüber streiten, ne? Ob da vielleicht sinnvoller ist, dass man wirklich bei ganz klein anfängt und dass man sagt, okay, wir machen jetzt statt den Snappern Scavengerfleisch oder Mole Rats. Mole Rats gab es noch überhaupt keine. Da wo Wölfe waren, müssten eigentlich 3 Mole Rats sein. Die bitte auch noch unbedingt mit dazu nehmen, die gehören zum Spiel dazu. Also keine NPCs, keine Monster auslassen, keine Pflanzen auslassen, gerne mehr Varianten. Das schon, aber die, wie gesagt, das Grundspiel muss 1:1 da bleiben, finde ich. Sonst wäre es ja kein Gothic mehr, ne? Sonst wäre es ja irgendeine remasterte Geschichte ohne richtigen, hundertprozentigen Nostalgiewert. Wisst ihr, was ich meine? So sehe ich das halt. Das mit Kochen, finde ich, ist auch noch eine nette Idee. Kann man Rezepte einbauen, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Wichtig ist halt vielleicht, dass man auch aus Nostalgiezwecken, dass man noch eine Bratpfanne erwerben kann und dass man eben sein geliebtes, gebratenes Fleisch machen kann zu Tausenden. Ja, vielleicht. So, und dass man halt einfach, genauso wie der Gang nach dem Tor, genauso wie der Gang runter ins Tal, merkt man sofort, oh mein Gott, ich weiß, wo ich jetzt bin, ne? Das ist auch sehr wichtig, dass man hier diese Verbindungen zum originalen Spiel hat. Es kann ruhig ein bisschen größer sein, das Gebiet, aber man muss erkennen, wo bin ich hier jetzt, ne? Das finde ich auch sehr schön gemacht. Auch die beiden Minen, die verlassene Mine, die verschlossen war, den Berg raufkraxeln, das alles wunderbar. Jo. Auch den einen Baum, den ich damals gemeint habe, beim Theater, ne? Also bei dem alten Tempel, dass sie den da, der war dann weiter unten, wo auch der Scavenger war, passt alles. Und das, wie gesagt, mit dem Aufzug finde ich auch ganz nett. Muss nicht immer den blöden Berg rauflaufen, bist ein bisschen schneller so, ne? Finde ich eine nette Option. Du kannst natürlich klassisch behalten und du gehst den Weg rauf, wie du es gewohnt bist vom Original. Oder du machst es dir ein bisschen bequemer, um Zeit zu sparen. Weil viele von uns haben ja auch Familie und haben jetzt nicht unbedingt Zeit, sinnlos in der Gegend rumzustiefeln. Da passt doch der Lift gar nicht mal so schlecht. Also der Aufzug. Jo. Also ich bin im Großen und Ganzen, also meine Meinung ist so mittellastig. Es ist gut. Es gibt positive Dinge, es gibt negative Dinge. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Teaser. Sie werden sicher auf uns hören, auf die Community hören.
Und wer weiß, vielleicht wird das ein Gothic, über das man die nächsten 20 Jahre spricht. Nicht nur über das alte Gothic, also das Originale, das wären dann 40 Jahre, über das man spricht, sondern auch über das hier. Na gut, so in diesem Sinne bedanke ich mich von ganzem Herzen, dass ihr dieses Let's Play mitgeschaut habt. Vielleicht konnte ich euer Interesse wecken und ihr möchtet das selber gern durchzocken. Wie gesagt, wie ihr dazu kommt, habe ich euch eh schon erklärt. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran. Bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Ich werde es auch in den Kommentaren lesen vielleicht und auch bei der Community auf Steam. Und ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten 5 bis 6 Jahren ein würdevolles, anständiges Remake von Gothic zu sehen bekommen und spielen dürfen. Sollte bis dorthin YouTube noch existieren und wir noch meinen Kanal noch betreiben dürfen. Wir wissen ja nicht, wie es mit Artikel 17 so weitergehen wird, welche Ausweichmöglichkeiten man haben kann. Ich werde es auf jeden Fall ausschöpfen nach allem Wissen und nach allen Kräften und Möglichkeiten, die ich dann habe. Und ich würde mich sehr freuen, in Zukunft mit euch zusammen dann dieses Spiel hier zocken zu dürfen. Und vielleicht, wenn das hier gut gelingt, vielleicht machen sie das dann ja auch mit Gothic 2. Wäre auch nicht schlecht. Okay, ihr Lieben, in diesem Sinne, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.